In Brandenburg wird jetzt das größte Windrad der Welt errichtet. Aufgrund einer speziellen Bauweise werden unglaubliche 300 Meter Höhe erreicht. Dort oben weht der Wind kontinuierlicher und vor allem stärker, wodurch die Stromausbeute um den Faktor 3 gesteigert werden kann. Noch dazu schaffen es die Betreiber, den Strom zu flexibilisieren. Das Windrad liefert also auch dann Strom, wenn der Wind gerade nicht weht. Auf lange Sicht wird dadurch der Strom extrem günstig. Wie sich solche geniale Kraftwerkstypen für uns Verbraucher auf der Strombörse genau auswirken, zeigen wir gleich genauer. Denn 3 bis 5 Cent pro Kilowattstunde sind wirklich möglich. Immer wieder lesen wir aber in den Kommentaren, dass die günstigen Preise nicht bei den Verbrauchern ankommen. Daher glauben viele Menschen tatsächlich gar nicht mehr wirklich daran, dass erneuerbare Energien wirklich den Strompreis senken können und wünschen sich Atomkraft zurück. Wir zeigen euch, was hinter den Kulissen passiert. In der Energietechnik passiert gerade enorm viel, auch wenn es nach außen hin so aussieht, als würde sich außer Strompreiserhöhungen wenig ändern. Konsequent verdrängen erneuerbare Energieträger nämlich die alten vom Markt. Genaue Zahlen dazu gleich. Eine Schlüsselrolle spielt dabei der Umstand, dass wir erneuerbare Energien effektiver und effizienter erschließen können. Tendenziell ist in größeren Höhen konstanterer und vor allem stärkerer Wind gegeben. Noch dazu ist hier sehr viel Wind, der noch nicht so gesehen abgebremst wurde. Stehen in einem Windpark die Windkraftanlagen hintereinander, so drosseln sich diese gegenseitig in ihrer Leistung. Logisch, denn der Wind, der das vordere Windrad antreibt, wurde ja ein wenig abgebremst. Anders sieht es aus, wenn wir unterschiedliche Höhen erschließen. Dann kann der Wind, ohne abgebremst zu werden, zur nächsten Anlage gelangen und hier sein volles Potenzial entfalten. Die bereits für die Windkraft freigegebene Fläche kann also deutlich effizienter genutzt werden. Diese Anlage soll damit den Ertrag von Windparks, die um das System erweitert werden können, um ganze 40% erhöhen. Deutschlandweit. Und genau dieses Ziel wird die Firma Gicon erreichen. Gebaut wird die erste Anlage dieser Art schon im Jahre 2023. Die Kosten der Stromerzeugung liegen bei nur 6 Cent pro Kilowattstunde. Geht das Windrad noch in Serie, so sind Kosten von 3 bis 4 Cent pro Kilowattstunde zu erwarten. Die Leistung der Anlage beträgt 4 bis 6 Gigawatt. Doch um diese Höhen zu erreichen und damit solch geniale Stromausbeuten und Preisminderungen zu erreichen, muss die Bauweise von Windkraftanlagen neu gedacht werden. Und das hat die Firma Gicon geschafft. Die konventionelle Turmform, die wir von Windkraftanlagen gewöhnt sind, ist für diese Höhe nicht mehr geeignet. Benötigt wird ein sogenannter Höhenwindturm. Wie hier zum Beispiel ersichtlich aus den Forschungsprojekten der Technischen Universität Bergakademie Freiberg. Es handelt sich dabei um eine Art Metallgerüst, so wie wir sie beispielsweise von Funkmasten kennen. Die Funktionsweise ist relativ ähnlich zu konventionellen Windkraftanlagen. Die kinetische Energie des Windes wird in mechanische Energie umgewandelt, die anschließend von einem Generator in elektrische Energie überführt wird. Auch ist bei der Kommunikation dieses Systems wenig anders. Die Steuerung der Windkraftanlagen läuft über das Internet. In vielen Fällen werden unter anderem dafür Satellitenverbindungen genutzt. Ziel dieser Fernsteuerung ist eine koordinierte Verwaltung aller Windkraftanlagen eines Parks, um die Stromausbeute zu maximieren und genauer zu organisieren. Doch natürlich ist dadurch ein solches System vulnerabel für Cyberangriffe. Diese trafen unter anderem sogar deutsche Firmen wie Nordex oder Enercon. Gefährlich für das Stromnetz sind solche Angriffe allerdings selten. In solchen Fällen schaltet die Windkraftanlage auf einen Automatikmodus um. So liefert sie trotz Cyberangriff Strom. Ein Risikofaktor ist eher, dass viele Firmendaten gestohlen werden. Dieses Risiko besteht aber natürlich auch bei Privatpersonen wie du oder ich. Im Schnitt ist jeder zweite Rechner mit Schadsoftware infiziert. Auch versuchen große Unternehmen, das Surfverhalten von Personen ganz genau zu analysieren. Schützen kann man sich zum Beispiel mit NordVPN. Nicht nur wird deine Datenverbindung ins Internet getunnelt, wodurch du sehr anonym unterwegs bist, auch wurde die Software um einen aktiven Bedrohungsschutz erweitert. Der hilft dir dabei, sich vor Viren und Co. zu schützen. Besuche gern nordvpn.com/norio und sichere dir ein 2-Jahres-Paket plus 4 Gratismonate obendrauf mit riesigem Rabatt. Ganz flexibel mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Doch zurück zum Strompreis und dem Einfluss des Windrades. Anstatt nun den Bewohnern diese neue, doch viel zu große Windkraftanlage vor die Nase zu bauen, entschied man sich für einen anderen Weg. Bereits für Windkraftanlagen freigegebene und bebaute Flächen, wie zum Beispiel Windparks, können um die Technik erweitert werden. Darunter fällt auch, nicht mehr leistungsfähige alte Windkraftanlagen abzubauen und auszutauschen. Das Zubaupotenzial in bestehenden Windparks beträgt 15.000 Megawatt. Laut der Firma Gicon können ganze 25% der Windparks umgerüstet werden. Problematisch sind diesbezüglich allerdings noch die Genehmigungsverfahren. Es gibt keine Möglichkeit, Windkraftanlagen zu erneuern. Die Genehmigung muss neu eingeholt werden.
Man muss, obwohl an der gleichen Stelle bereits ein Windkraftwerk stand, komplett neue Genehmigungen beantragen. Wie aufwendig diese Verfahren sind, zeigt das Foto von Miriam Teige. Diese Form der Bürokratie ist einfach nur der blanke Wahnsinn. Doch wenigstens sinken am Ende die Stromkosten bei den Verbrauchern. Doch warum kommt dann die Kosteneinsparung nicht bei uns Verbrauchern an? Nahezu wöchentlich berichten wir hier auf dem Kanal über günstige neue Stromgewinnungsmethoden. Und ja, die meisten Systeme sind wirklich mittlerweile in Betrieb. Aber warum sinken dann die Kosten für uns nicht? Das liegt unter anderem neben den Netzentgelten und anderen Preiskomponenten an der Art, wie an der Strombörse gehandelt wird. Jedes Kraftwerk hat unterschiedliche Kosten. Hier, an der Börse, spielen die Grenzkosten eine tragende Rolle. Das sind die Kosten, die Kraftwerkbetreiber haben, um eine einzige weitere Kilowattstunde zu produzieren. Das bedeutet, dass Langzeitkosten wie die Wartung hier noch nicht mit eingerechnet sind. Die Grenzkosten von Gaskraftwerken sind, gerade in der aktuellen Zeit, tendenziell sehr hoch. Die von erneuerbaren Energieträgern vergleichsweise niedrig. Nun verkaufen die Kraftwerksbetreiber allerdings nicht einfach ihren Strom für den Betrag ihrer Grenzkosten. Der Verkaufspreis aller Betreiber orientiert sich an dem Kraftwerkstyp mit dem höchsten Preis. Allerdings auch nur, wenn dieser benötigt wird. Ein Beispiel. Haben wir einen sonnigen Tag mit viel Wind, so kann es vorkommen, dass der Strombedarf rein mit erneuerbaren Quellen gedeckt werden kann. Dann wird in dieser Situation der Börsenpreis zum Beispiel durch die Photovoltaik und Windkraft begrenzt. Liefern zu gewissen Zeitpunkten allerdings erneuerbare Quellen zu wenig Strom, so sind wir auf konventionelle Kraftwerke mit höheren Betriebskosten angewiesen. Diese heben dann den Preis des Stromes an. Auch teurer ist dann der Strom aus erneuerbaren Quellen. Es gilt ein Einheitspreis. Damit der Strom also immer günstiger wird, müssen wir zu jeder Situation genug Strom aus erneuerbaren Quellen zur Verfügung haben. Dann, wenn wir nicht mehr auf die teuren Kraftwerke angewiesen sind und sie vom Markt verdrängt wurden, fällt der Strompreis von ganz alleine aufgrund der Art und Weise, wie die Strombörse funktioniert. Zumindest vereinfacht ausgedrückt. Denn bei einem 100% auf erneuerbare Energieträger umgestellten System kommen ja noch Speicherkosten hinzu. Aber genau darum sind die Innovationen, die wir hier auf dem Kanal vorstellen, so relevant für uns alle. Jeder Durchbruch in der Speicher- und Energiegewinnungstechnik wird sich auszahlen. Auch wenn man jetzt nicht viel davon spürt, sinkt auf lange Sicht mit jedem neuen Superwindrad und jedem Speicherkonzept der Strompreis. Umso spannender ist daher, dass das neue Windkraftwerk um eine Wasserstoffanlage erweitert wird. So werden, je nachdem ob der Wasserstoff später verstromt wird, teure Gaskraftwerke beispielsweise trotzdem vom Markt verdrängt, auch wenn gerade kein Wind weht. Wirklich genial, um den Anteil an erneuerbaren Energiequellen zu erhöhen, ist allerdings auch der Ansatz des Vertikalachsers. Dieser darf aufgrund unglaublich geringer Lärmpegel schon in 45 Metern Nähe zum nächstgelegenen Wohnhaus gebaut werden. Und die Stromausbeute lässt sich wirklich sehen. Wird also nicht nur jede bebaute Fläche um 300 Meter Windräder erweitert, sondern auch jegliche freie Fläche um Vertikalachser? Wenn du mehr darüber wissen möchtest, klicke auf das angezeigte Video. Abonniere außerdem gerne diesen Kanal, um Updates und Benachrichtigungen für neue Videos zu erhalten.